Hey Leute und willkommen zurück zu Slime Rangers. Nach einer gemütlichen Session-Dusche, wie das klingt, bin ich hier wieder zurück. Och, Junge, nicht ausbrechen, hallo. Oder ein paar werde ich hier mal rausholen. Ja, es fühlt sich immer so toll an, wenn man aus der Dusche kommt und dann sich hinsetzt. Es fühlt sich so gemütlich an. Es ist echt immer schön. So, ja, in der letzten Folge haben wir ja diese Explosions-Slimes, also die, wie heißen die nochmal? Immer. Kurz mal gucken. Die heißen Knall-Slimes. Haben wir letztes Mal geholt, mit den Honig-Slimes dann gemischt. Daraus kommen dann halt Honig-Knall-Slimes. Und, wir wollen die erstmal füttern. Und dann, oh lol, 187 Geld, sehe ich gerade. Jetzt aber nicht mehr. Und dann, keine Ahnung, vielleicht wenn wir neue Welten mal angucken. Diese Banditen-Slimes oder wie die heißen, will ich auch mal angucken. Oder wir leveln unser 7-Set Corporation. So, wer wollte die Minzmangos? Ihr wolltet die Minzmangos. Genau. Schade, dass man nicht so Schilder bauen kann. Damit ich immer weiß, welches Essen ich jetzt wen geben soll. Ist immer so ein bisschen kompliziert. Also muss man immer erstmal nachdenken, wen ich jetzt das Essen gebe. Also da weiß man immer nie. Oder wir werden jetzt erstmal die ganzen Gordo-Slimes auf den Karten füttern. Hühner! Leute, ist Bob. Okay, die Hühner habe ich eh nicht. Gut, gib mir mal euer ganzes Brot. Stimmt, letztes Mal bin ich ja von den Knall-Slimes gestorben. Da war ich ein bisschen schlecht. Aber ich musste da noch diese ganzen Plots einsammeln. Oh nein, muss ich das ja immer noch. Warte, habe ich hier einen Plot-Sammler? Scheiße, dann muss ich ja immer noch. Warte, dann verkaufe ich das erstmal und dann holen wir uns einen Plot-Sammler. Bevor wir irgendwas anderes machen. Weil ich habe keine Lust, da wieder reinzulaufen. Sonst explodiere ich noch. Versteht ihr? Gott, der Witz war so schlecht. Wir könnten eigentlich hier noch mal die anderen Uploads mir holen. Zum Beispiel Musikbox. Die Musikbox spielt beruhigende Musik, was die Unruhe von Slimes sehr verringert. Ja, Mucke ist immer geil. Also ich beruhige mich auch mal mit Musik. Wirklich, ich benutze Musik überall. Beim Gassi gehen, irgendwo hingehen, Fahrrad fahren, Auto fahren. Was weiß ich, ja, halt auch beim Spielen, jetzt hier nicht, aber manchmal zum Beispiel, wenn ich Warzone aufnehme, da höre ich trotzdem Musik, das hört ihr dann halt nicht. Ja, auch beim Duschen gehen, ist ja klar. So, halt fast überall. Natürlich bei privaten Sachen, wenn ich jetzt mit Leuten rede, eher nicht so, da kann ja sein, dass die meine Musik nicht mögen. Aber trotzdem immer toll, überall Musik zu hören. So, was können wir denn? 7Z Corporation. Gockel, Wetterfahne. Und Sound Upgrade. Okay. Ja, guck mal hier, das hat sich hier verändert. Und irgendeine Fahne haben wir hier. Da. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Oh, guck mal, dem geht's jetzt richtig gut. Ja, dann machen wir das bei denen auch, weil, damit die nicht immer so rumknallen. Bei euch habe ich genug Geld. Ein bisschen. Bisschen brauche ich noch. Habt ihr? Nee, ich habe kein Brot mehr. Egal, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit rummeuchern. Ich würde aber, glaube ich, noch ein paar Tage schlafen, damit wir... Boah, ich habe eigentlich genug Hühner. Quatsch. Was laber ich hier? Wollen wir uns erstmal die normalen Hühner holen? Ich hole mir jetzt erstmal 10 von den normalen und 2 Gockel. Ich hoffe, das reicht. Weil wir müssen ja jetzt diesen Gordo-Slime dort hinten noch uns holen. Ich weiß halt nicht, wie viele Hühner der braucht. Deswegen nehme ich mal extra hier noch welche mit. So, dann haben wir noch ein paar übrig. Oh, ich höre wieder diese Katzenslime, die so eine Münze auf dem Kopf hat.
Hab ich den Gurkel? Nein, der Gurkel. Komm her. Ja, ihr könnt euch schon mal hier gegenseitig mischen. Ich möchte schön lecker Fleisch für mein Gordo sein. Was ist das eigentlich für ein Huhn? Ein altes Huhn. Uralt. Ein Rentnerhuhn. So, hier ist der Gordo-Slime. Kurz Thumbnail. So. Achso, der isst nicht die kleinen Hühner. Okay. Okay, das reicht noch nicht. Okay, die Küken brauche ich nicht. Das ist wie im echten Leben. Man braucht die Küken leider nicht. Sei die Realität. Steinhühner? Oh ja, hier kommen richtig viele. Ich glaube, das müsste jetzt reichen. Hier noch ein altes Huhn. So, das reicht auf jeden Fall. ETF! Einfach an hier vorbeigeflogen. Ja. Oder? Nein, immer noch nicht. Da fehlt bestimmt noch so ein Zipfelchen. So mini-mini-mäßig fehlt da noch was. Ich muss jetzt nochmal zurückgehen, hier hin, um extra noch ein paar Hühnchen zu holen. Chicken Wings. Hier oben sind noch welche. Ja, komm mal her. Alter Gurkel. Sträubt seine Schwanzfedern, aber es interessiert keinen. Oh mein Gott, ist das irgendwie jetzt an die aktuelle Jugendrat? Ja, gemeint. Das wäre voll geil, wenn es wirklich so wäre. Oder wie viel willst du denn noch haben? Hey, das ist so nicht wahr. Guck, jetzt kommen hier schon die Gordo-Slimes. Und die Musik wieder super traurig. Jetzt ist die Musik wieder ganz normal. Putz mal hier rauf und dann. Ach, da ist kein Hühnchen mehr. Och, schade. Guck mal, die sind auch alle hier schon abgelaufen. Ja. Ich habe leider nur ein Hühnchen. Ich hoffe, der Gordo-Slime, der isst nur noch einen. Oh nein, die Murke. Sie ist auf einmal wieder so öde. Ach, come on, ey. Ist der so viel? Die Gordos, die Gordos Slimes, sag ich schon. Die Ter Slimes, die haben hier ihren Spaß. Ja, ich lasse euch mal alleine. Kommen die jetzt bis hier hinter? Das wäre jetzt voll geil. Und dann greifen die am Ende meine Farm an. Wo geht's eigentlich hier lang? Das will ich mal sehen. Oh, 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 die bösen Slimes. Die sehr, sehr wütend sind. Ah, hier sind noch keine Hühner. Kommt mal her. 6 müssen aber reichen. Also wenn das nicht mehr reicht, dann hilf Gott. Oh, die Terra-Slimes, Alter. Wie so ein Horror-Game. Ach, Digga, der wackelt doch schon. Ey, ey, ey. Die Mucke. Wie sie sich immer verändert. Lol. Die lösen sich wieder auf. Vielleicht wegen den UV-Lichtern? Hat dieser Planet überhaupt UV-Lichter? Hier haben wir keine Hühner mehr. Also keine großen mehr. Ich gebe noch nicht auf. Der Gordo-Slime wird gleich platzen. Ich hätte eigentlich schon längst cutten sollen, aber scheiß drauf. Machen wir es uncut. Da oben sind keine mehr. Es sind nirgendwo keine mehr. Nee. Jetzt habe ich immer noch diese Katze da. Sind hier unten welche?
Wie soll man die... Man muss Plot auf hier werfen, oder? Nee, Slime. Nein, Essen. Bruder, was willst du? Ach, Digga, die... Diese Katze ist auch irgendwie merkwürdig. Hier ist noch ein Huhn. Wo geht's hier runter? Ach, lol. Hier ist auch noch so ein bisschen was. Okay, da will ich nicht runter. Nee, da will ich nicht runter. Sonst heißt es wieder Game Over und dann muss ich wieder einen Tag schlafen. Das will ich nicht. Das mag ich nicht. Ist nicht so mein Geschmack. Ist nicht mein Geschmack. Oh Gott, hier ist wieder so der Slime. Sie sind einfach überall. Hört mal auf, die Hühner zu essen. Ich brauche die. Aber 4 müssen jetzt reichen. Wenn das nicht mehr reicht, dann wirklich, dann ist Feierabend. Dann ist wirklich Feierabend. Dann ist Polen offen. Ja. Okay, 1 hat auch gereicht. Lol. Hier ist so ein Portal. Geht mal weg. Okay, das bringt mich wieder nach Hause. Das ist geil, weil ich muss nach Hause. Warte mal. Ich bin eingesperrt. Hey! Ich bin eingesperrt. Hallo? Ja, wie geil ist das denn? Okay. Wahrscheinlich müssen wir dieses Gebiet erst kaufen, weil es gibt ja so 3 Gebiete, die man kaufen muss. Mit den Münzen, mit den News. Aber das Ding ist, ich habe diesen Teleporter gerade benutzt und ich habe halt diese Gebiete noch nicht gekauft. Und ja, dann passiert das halt so, dass du da eingesperrt bist. Deswegen lieber da nicht lang. Oder noch nicht da lang. Kann man ja als Shortcuts da benutzen. Viele Leute machen ja auch einen Speedrun bis zum Ende. Das Ende ist ja eigentlich nur diese eine Textnachricht, die man da in der letzten Welt lesen kann. Okay, hier noch ein paar 3 Hühner rein. Und dann gehen wir mal kurz schlafen. Rarü, rarü. Morgen. Morgen allerseits. Oh, ihr seid ja wieder alle hungrig. Warte mal. Ich kümmere mich doch schon. Ich würde mal so lange sparen auf dieses neue Gebiet da, dieses Höhlengebiet. Denn da würde ich ja als nächstes mal hin. Ihr verfressenen Slimes. Könnt ihr nicht mal ein paar Stunden warten? Wollt ihr noch, damit ihr nicht verrückt werdet? Gebt mal euer ganzes Plot her. Super. Oh. Das reicht nicht mehr aus. Gut. Aua. Ich dachte, ihr seid wieder fröhlich, aber ihr platzt hier wieder vor Freude. Oh, schön Abstand halten von denen. Gut, dann verkaufen wir mal ein bisschen. Let's go! Boah, 2054 News. Hier sind ja noch mehr. Also gönn. Richtig viel Kohle. Hier auch noch. Eine Menge Kohle. Oh, warte, da liegt noch was. Jetzt wird Money gemacht. Money. Endlich reich.
2910. Los geht's. Wie viel kostet das hier? 1700. Ich hab genügend. Eine dunkle und unheimliche Höhle über der See und ein passendes erstes Kapitel für deine persönliche Geschichte. Los geht's. Hab gekauft. Oh, diese Musik da. Ui. Ah, und hier kann ich weitere Felder, also irgendwelche Käfige oder Gartens oder was weiß ich, hier platzieren. Nice. Nice, nice, nice. Dann baue ich hier schon mal ein Gehege. Und ein Garten. Das werde ich dann auch direkt mal upgraden. So. Schon mal für Sicherheit hier angebaut. Gut, Leute, aber dann will ich hier die Folge erstmal beenden. Und in der nächsten Folge werden wir uns diese Slimes holen, die nur in der Nacht kommen. Kann ich die noch sehen? Nee. Ihr wisst, glaube ich, schon, welche ich meine. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.